STEP ist ein innovatives Behandlungsprogramm, bei dem Sporttherapie durchgeführt wird durch psychologisch geschulte SporttherapeutInnen für Menschen mit leichten und mittelgradigen Depressionen. Die STEP-Therapie umfasst Ausdauertraining, Krafttraining in so zusammengesetzten Blöcken. Insgesamt gibt es bis zu 32 Einheiten. Da wird Sport gemacht in der Gruppe. Es gibt in Deutschland zu wenige Psychotherapieplätze. Die Wartezeiten betragen durchschnittlich 5 Monate. Wir vermitteln in der Regel innerhalb von wenigen Tagen ein Erstgespräch im Sporttherapiezentrum. Wir sehen, dass etwa 18% der Deutschen depressive Symptome haben. Und wir sehen, dass eben 2/3 oder fast 70% derjenigen mit einer Depressionsdiagnose nicht behandelt werden. Die STEP-Sporttherapie ist ein sehr ganzheitlicher Therapieansatz, weil der Fokus auf den gesamten Menschen und auf der Gruppe dann liegt. Wir haben gesehen, dass durch die STEP-Sporttherapie die Depressionssymptome signifikant gesunken sind. Die wahrgenommene Arbeitsfähigkeit oder eben auch die gesundheitsbezogene Lebensqualität, dass die signifikant angestiegen sind. Beim Psychotherapeuten findet die Eingangsdiagnostik statt, der das absichert. Und dann begleitet der mich nur noch telefonisch oder online und ich habe ein Abschlussgespräch bei dem. Und ab dem Zeitpunkt übernimmt dann der Sporttherapeut, der macht eine ausführliche individuelle Sporteingangstestung. Und dann lege ich in der Sporttherapie in der Gruppe los. Ich hatte depressive Verstimmungen oder eine Depression. Wir waren 6 bis 9 Leute, die dann zusammen Sport gemacht haben. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt bei den Therapeuten. Man hat ja auch gemerkt, dass sie ihr Fach gut verstehen. Und einen Monat hat es gedauert, bis es besser geworden ist. Ich habe keine weitere psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen müssen nach STEP. 80% brauchen nach der STEP-Therapie keine weitere Psychotherapie. Und es zeigt eben, dass diese Sporttherapie genauso effektiv ist wie die Psychotherapie, aber effektiver, also kostengünstiger, ne, und einfacher durchzuführen. Vor allen Dingen niedrigschwelliger. Und wir denken, das ist auf jeden Fall der Weg in die Zukunft.